Die Chance für Kainz, das Tor 1:0, der Bann ist gebrochen. Florian Kainz mit dem Führungstreffer nach 48 Minuten. Erleichterung bei Zoran Barisic, dass das Riederbollwerk da durchbrochen wurde. Kein Abseits, feines Zuspiel, kein startet richtig und bleibt auch cool im Abschluss. Und es war schon Kainz, der in Weiz im Cup vor einer Woche die ersten beiden Treffer auch gemacht hat. Kainz, wieder kein Abseits. Beric, uneigennützig gedacht für Schaub. Filipovic. Da kann man dann auch mal vielleicht es selbst versuchen. Robert Beric, nachdem er heute noch nicht so die ganz große Möglichkeit gehabt hat, die eine, die er gehabt hätte, wurde ihm ja verwehrt zu Spielbeginn, Minute 17. Oh, die Chance, das Tor, 2:0, da ist er, Robert Beric aus einem Meter, macht er die Entscheidung in diesem Spiel. Ich glaube, da bin ich nicht sehr mutig. Nach 84 Minuten führt also Zoran Barisic mit Rapid 2:0. Eine Standardsituation. Erster Saisontreffer für Robert Beric. Der Eckball von Kainz. Der Kopfball an allen Riedern vorbei und damit der Ferse. Beric, das beherrscht er. Keine Abseitsstellung natürlich, weil ja auch Janicek noch auf der Torlinie gestanden ist. Nächste Chance, nächstes Tor. Luis Schaub, 3:0. Wieder einmal ein Deckungsfehler der Rieder. Ball lange in der Luft. Luis Schaub, nicht unbedingt der Kopfballstärkste. Da 1,77 Meter kleine. Aber für ihn persönlich sehr schön nach einem Doppelpack zum Saisonabschluss im Mai in Wolfsberg. Heute hier gleich zum Saisonauftakt wieder erfolgreich. Und es ist der neue Stefan Auer mit der Torvorlage. Genau zwischen die beiden Verteidiger kommt der Ball zwischen Bergmann und Janicek und Schaub lässt Gebauer keine Chance. Am Ende, also wie es aussieht, ein klarer 3:0 Erfolg für Rapid. Im Moment die Tabellenführung für die Wiener. Muss man wohl auch servieren. Prosenik. Schaut. Gefolgt von Keta. Gute Freistoßsituation für Rapid. Ja, Luis Schaub eher mit einer dummen Aktion vor ein paar Minuten und jetzt mit einem sehr starken Hack. Das ist seine Stärke. Ball eng am Fuß. Und dann kommt hier die Attacke von Navi Keta. Klares Foul. Über diese Entscheidung von Schiedsrichter Schalkenhofer muss nicht diskutiert werden. Und da ist der Führungstreffer für Rapid. 15. Spielminute. Thanos Petzos mit seinem 5. Bundesliga-Tor im 56. Spiel. Normalerweise solche Freistöße eine Sache für den Kapitän. Für Steffen Hofmann, der sitzt aber draußen und deshalb
macht's Thanos Petzos und das macht er richtig gut über die Mauer. Gehoben, Alex Walke kommt nicht rechtzeitig in die Ecke und ist geschlagen. Gegen Brozenik. Freistoß. Rapid, es fällt auf, dass Paulo Miranda viele Zweikämpfe verliert, weil er einfach zu spät kommt. Florian Kainz. Oh, ganz alleine kommt da Dibon zum Kopfball und dann setzen die Rapidler in Person von Stefan Schwab nach. Ausgerechnet Stefan Schwab, 2-0 Rapid, Minute 33. Ist das ein Zeichen für diese Saison? Er hat wieder etwas zu notieren, Zoki Barisic. Stefan Schwab trifft nach dem Freistoß von Kainz, hier nach dem Kopfball von Dibon, ganz alleine. Und dann müssen wir über Marius Sonnleitner reden, der hier in Abseitsposition steht. Ist die Frage, ob er Walke hier die Sicht nimmt, ob er ihn irritiert? Nein, ich denke nicht, überhaupt nicht. Korrekter Treffer aus meiner Sicht. Rapid führt mit 2-0. Und der WRC macht in der Vorwärtsbewegung zu viele Ballfehler. Kainz. Herrlicher Ball auf Schobesberger. Wieder hat er Platz, Philipp Schobesberger. Wieder vorbei an Palla. Und jetzt ist der Ball drin oder doch nicht? Nein. Beric. Kein Schuss und jetzt ist der Ball im Tor. Die Frage ist, ob hier eine Abseitsstellung von Beric vorgelegen ist. Da müssen wir noch einmal ganz genau hinschauen. Jedenfalls zählt der Treffer. 1:1 Ausgleich, 66. Spielminute. Der Joker hat gestochen. Florian Kainz trifft für Rapid. Noch einmal. Kainz mit dieser guten Spielverlagerung auf Schobesberger. Der vorbei an Palla und dann hier ist das für mich abseits, weil jetzt der Ball nach vorne gespielt wird. Der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Und wenn jetzt Beric noch einmal eingreift, ist er doppelt im Abseits. Der Treffer zählt. Zündel. Grauwarz auf Schobesberg. Baldo verzögert zu lange. Schobesberger macht das wieder toll. Da ist wieder Florian Kainz, 2-1 Rapid. Doppelpack von Florian Kainz. Ausgangspunkt wieder, Philipp Schobesberger. Dario Baldorf zögert. Ist auch verständlich, wenn er zu heftig attackiert, dann legt sich Schobesberger den Ball gleich weit vor. Und dann macht er einfach alles richtig, Philipp Schobesberger. Das sieht einfach aus, ist es aber nicht. Der Ball in den Rückraum und da kommt Florian Kainz und der hat im Prinzip keine Probleme mehr, den Ball im Tor des WRC unterzubringen. Florian Kainz nach seiner Einwechslung heute mit seinen Saisontreffern 2 und 3. Entscheidend daran beteiligt, dass Rapid diese Partie gedreht hat. Ja, dieser Druck, dieses Pressing der Wiener Austria macht sich durchaus bezahlt. Viele Ballgewinne, die ich persönlich darauf zurückführe. Auer gegen Holzhauser.
weg. Der Schiedsrichter muss die Spieler schützen. War der Gefahr auf Verletzung schwer zu sagen. Der Schiedsrichter hat so eingeschätzt. War wohl zuerst Mannberührung. Und damit durchaus gerechtfertigt. So, Freistoß Hofmann, der mit dem rechten Arm irgendwas anzeigt, was ausgemacht ist. Und da ist das 1:0. 17. Minute, Rapid führt. Nochmal, und jetzt wird dann über diesen Freistoß noch ein bisschen mehr diskutiert werden. Oh, da haben sie nicht gut aufgepasst in der Mitte. Stefan Stange mit dem 1:0. Tolle Vorstellung bisher, noch unbelohnt. Nächste Riesenchance für Rapid, 2:0! 27. Minute! Schobesberger! Oh, hier wird es ordentlich ruhig auf der Austria-VIP-Tribüne direkt vor uns. Auch hier, glaube ich, alles korrekt. Tolles Spiel von Beric auf Schobesberger. Und der hat eigentlich kaum Mühe, hier einzuschießen. Schauen Sie mal. Lange der Blick nach hinten. Einmal kurz aufgeschaut. Abgelegt für den, der besser steht. Schobesberger, 2:0 Rapid. Noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Der vermeintliche Favorit in Favoriten ist tatsächlich in Führung. Gerd. Und der holt es aus. Ah, was für ein super Tor! 3:0, ein Traumtreffer hier. Stefan Schwab. In der 33. Minute. Wie soll sich das hier noch ausgehen für die Austria? Bei Rapid jeder Schuss ein Treffer. Nochmal, da hat er ein bisschen Platz, kann sich den Ball herlegen. Ein bisschen Effet war dabei. Linkes Kreuzeck. Sie haben soeben vermutlich das Tor des Monats gesehen. Also was da noch kommen soll. Da ist von Keha der etwas leichtsinnige Pass auf Holzhauser. Den hat er fast blind gespielt. Aber Schwab war schneller dran. 33. Minute, Rapid führt 3:0 hier. Was der an gelben Karten provoziert, Kajode, muss man gespannt sein, ob der Gegner zu 11 das Spiel beendet. Beric konnte noch nicht richtig auffällig werden, bis auf den Assist zum 3:0. Und jetzt Hofmann, 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 4:1! Steffen Hofmann, kurz vor seiner Auswechslung. 56. Minute. Der Wechsel war schon angezeigt, ganz offensichtlich. Schobesberger mit dem guten Auge für den mitarbeitenden, mitlaufenden Steffen Hofmann. Der wartet den Moment, er setzt den Ball mit Drall ins lange Eck, vorbei an Almer. 4:1 Rapid. Und es wird ihm eine besondere Genugtuung sein, gezeigt zu haben, ich hab's noch drauf. Und hier, wo so viel Violett ist, macht's besonders viel Spaß. Jetzt geht er trotzdem. Fünf Treffer in diesem
super Derby bisher. Wenn einem egal ist, wer gewinnt, ein super Derby. Vukojevic wird gehen. Takan Serbest für ihn. Da ist es viel zu einfach. 5-1, Peric. Jetzt ist der Deckel drauf. Schobesberger, ein Haken, wunderschön zur Mitte und dann schauen alle zu, auch Koch dahinter. Schickhoff steht, Schickhoff schaut zu, Schickhoff dreht sich um, Alma hat keine Chance, Peric hat auch seinen Treffer, 5-1 in der 66. Kein Abseits. Wieder Peric. Wieder kein Abseits. Und jetzt ist die Partie wieder offen. Jetzt ist der Anschlusstreffer für Rapid da. In der 70. Minute. Der Joker hat gestochen. Robert Peric mit seinem dritten Bundesliga-Tor in dieser Saison. Ausgangspunkt Steffen Hoffmann. Kein Abseits von Robert Peric. Richtig entschieden. Und auch hier ist Peric nicht im Abseits, sondern nur Louis Schaub. Und der greift nicht ein. Korrekter Treffer. Jetzt wartet auf uns eine richtig heiße Schlussphase. Toll gespielt von den Rapidlern. Pavelic entscheidend an diesem Treffer beteiligt. Und das war es. Das 40. Bundesliga-Tor von Robert Peric. Hoffmann mit etwas Platz. Gegen Kamawaka. Keins gegen Jörnerer. Wieder Hoffmann, kommt er zum Schuss? Er nicht, aber Thanos Petzos möglicherweise. Schuss abgefälscht und es gibt den nächsten Eckball für Rapid. Den 7. Wieder kommt er gut und da ist das Eigentor. Das ist der Ausgleichstreffer zum 2:2 in Minute 88. Und ich denke, es war ein Eigentor. 0:2 Rückstand wettgemacht. Eckball Florian Kainz und es ist Michael Madl, der Kapitän des SK Sturm, der den Ball ins eigene Netz befördert. Hat der Zweikampf da mit Robert Peric. Dann verwandelt er diesen Kopfball so, dass Michael Esser nicht den Funken einer Abwehrmöglichkeit hat. In der zweiten Hälfte. Sehr enttäuschend in der Vorwärtsbewegung Rapid. Und jetzt dürfte wieder Schwung reinkommen. Schaub. Hübsches Solo und dann klares Foul. Inklusive einer gelben Karte. Na gut, Harry Pichler weiß, wie es geht, wenn man hart hinlangen muss. Beinahe auch noch der Finger umgeräumt. In Abwesenheit von Petzos, von Hoffmann. Schwab vorgerückt in der Freistoß-Hierarchie. Herr König jetzt völlig verunsichert. Und der Treffer folgerichtig. Mario Sonnleitner hat eben angeklopft.
mit dem Kopfball und jetzt mit dem Fuß präzise sein 16. Bundesligator. Sein erstes in dieser Saison. Ja, Prosenik war vielleicht ein leichter Rempler mit dabei, setzt sich auf jeden Fall entscheidend durch gegen Marc. Und dann Sonnleitner, der völlig blank zum Abschluss kommt. Und den setzt er richtig schön ins Eck. Ja, Peter Schöttl hat es auch gesehen, den Rempler. Hat seinen letzten Bundesliga-Treffer noch im Neustädter Dress erzielt. Das war ein tolles Kombinationsspiel. Wow. Grosinic hatte, ja, den ja alle was, pardon, hatte hier die leichteste Übung beim Abschluss. Aber was davor passiert ist, das war erste Fußballgüte. Mit Schaub und Pavelic und dann Deni Ala, der den richtigen Laufweg wählt. Pavelic den richtigen Passweg. Und so war die Krötiger Abwehr ausgehebelt. Das muss ja fast die Entscheidung gewesen sein, möchte man meinen. Knapp vor der Rapid-Viertelstunde. Ja, logisch, Peter Schöttl muss einfach über diese Schiedsrichterentscheidung sprechen. Zocke Barisic wird ungern drüber reden. Man hätte in der vierten Minute Elfmeter zugunsten der Krötiger entscheiden können. Man hätte einen Foul von Prosenik entscheiden können vor dem spielentscheidenden 1-0 durch Sonnleitner. Ciao. Boah, fantastisch gespielt. Das ist natürlich eine schöne Geschichte für Schobesberger, der dieses Spiel ja irgendwie, wie gesagt, verschlafen hat, aber es doch im Großteil sehr unkonzentriert angegangen ist. Und dann wenige Sekunden vor dem Ende profitiert er von einem großartigen Louis Schaub-Auftritt. Wunderbar durchgesteckt. Keins hat noch versucht, das Abseits einzuleiten, ist zu spät rausgerückt. Danke. Zweites Saisontor für Schobesberger. Auer, Keins winkt, ruft. Jetzt erhört ihn Auer, spielt ihn gut. Flanke ist auch schön. Schobesberger nochmal zur Mitte. Jetzt die Riesenchance. Tor für Rapid. Der Ausgleich. Deni Ala. Ähnlich wie gegen Krönig. Steht einfach goldrichtig und macht. Wartet lange, spielt dann den guten Ball. Tolle Flanke von Keins, fast wie von Prosenik auf Beric in der Champions League. Quali im Playoff und dann ist es Schobesberger, der den Ball noch mal reinspielt. Clever gemacht. Vierter Assist von Schobesberger schon in dieser Saison. Liga-Bestwert und dann ist Deni Ala als Abschließender zur Stelle und freut sich in seinem 100. Bundesligaspiel für Rapid über sein insgesamt 55. Bundesliga-Tor. Ala auf Auer, der heute defensiv einige Male überfordert war. Hofmann!
mit allem Frust auf des Spielverlaufs. Ja, den hat er schön reingezimmert. Steffen Hoffmann, soll ich dieses Spiel noch mal spannend machen? 9 Minuten vor dem Ende. Also ich kann es ja nicht spannend machen, aber den Spannungscharakter am Leben erhalten. Der war nicht leicht zu nehmen für Hoffmann. Ein Plattler, ein Aufsitzer, ein Mehrfacher. Der laufenden Steigel. Spiridonovic. So, jetzt Schwab. Gefault von Plutsch. Der ist jetzt der erste Admirana, der Gelbsitz. Markus Plutsch. Steffen Hoffmann. Der kommt gefährlich, der kommt richtig gefährlich und der Ball ist drin. Und der Torschütze ist Stefan Schwab. Wie am vergangenen Donnerstag gegen Villarreal. Freistoß Steffen Hoffmann, Tor Stefan Schwab. Verhaltener Jubel des Ex- Admiranas, der sich hier durchsetzt, und Jörg Siebenhandl hat auch noch Pech. Ebner kommt hier einfach nicht mehr ins Kopfballduell mit Stefan Schwab. Der Ball geht an die Latte und von Jörg Siebenhandl dann ins Tor. Das ist auch unglücklich aus Sicht der Südstädter. Aber es ist alles andere als ein Zufall, dass Rapid hier gegen die Admira mit einer Standardsituation in Führung geht. War mit Platz, mit sehr viel Platz, um zu schießen. Das macht er auch. Und der Ball wird von Zwierschitz auch noch gefährlich abgefälscht. Fünfter Eckball Rapid. Schütze ist wieder ein Ex-Admiraner, Christopher Bibol. Ist diese Partie damit jetzt entschieden in der 66. Minute? Eckball Florian Kainz und Bibol setzt sich durch im Duell mit Thomas Ebner. Ebner hat auch in der ersten Spielhälfte nicht gut ausgesehen. Da ist er nicht mehr in den Zweikampf mit Schwab gekommen. Jetzt kommt er nicht in den Zweikampf mit Christopher Dibon. Der erzielt sein erstes Tor in dieser Saison. Schwab, immer noch Schwab. Da spielt er rüber, aber ungenau auf Pavelic. Bei Stefan Schwab waren da in den letzten Minuten schon einige Ungenauigkeiten dabei. Hoffmann noch einmal rein. Und wichtig aus Riedersicht, dass Janicek diesen Kopfball hat. Hinter ihm wäre Schwab gewesen und der kann so einen Ball setzen. Das wissen wir. Rapid, Steffen Hoffmann. Der Kapitän spielt heute durch. Schwab hat diesen Ball zumindest mit dem Haarschopf noch rasiert, aber danach war auch noch ein Rieder dran, deshalb gibt es noch einmal Ecke von der anderen Seite. Die macht diesmal Deniala. Und das ist das Tor für Rapid.
Zweite Minute der Nachspielzeit. Matej Jelic macht sein Premierentor für die Wiener. Wieder einmal ist es eine Standardsituation, die Rapid zum Torerfolg verhilft. Zwei Minuten waren über die Zeit gespielt. Zweites Bundesligaspiel für Matej Jelic und das ist sein erstes Tor. Zwei eingewechselte Spieler sorgen hier für die Führung von Rapid. Ecke von Deniala. Und dann setzt sich Jelic da ein Kopfballduell durch. Und bezwingt Thomas Gebauer. Gebauer aus kurzer Distanz chancenlos und Matej Jelic jubelt sich hier rein ins Glück. Ja, hier die erste gefährliche Rapid-Aktion entschärfen kann, denn Malke war da nicht mehr dran. Und Rapid kommt nochmals mit Schobesberger, der wollte in den Rückraum spielen auf Schwab. Plötzlich hätte alles hier auf den Kopf gestellt. Das ist eben auch bei Salzburg nicht unüblich, dass die Mannschaft dominant ist, Möglichkeiten hat und dann in Rückstand gerät. 1:0 für Rapid durch Stefan Stangl. Dibon, glaube ich, war nicht mehr dran, aber er hat entscheidend seinen gegnerischen Torhüter Walke irritiert. Nach 17 Minuten führt hier Rapid überraschend mit 1:0. Der erste Eckball der Rapidler von Kainz. Stangl wird übersehen. Keine Abseitsstellung. Dibon steht auch richtig. Beeinflusst hier niemanden. Ganz abgesehen davon, dass er eben auch hier nicht den Ball berührt. Alles korrekt. Er war nicht dran. Und selbst wenn er dran gewesen wäre, es war ja keine Abseitsposition. Also zweiter Saisontreffer von Stefan Stangl. Butsche. Hüttenbrenner. Ah, jetzt gibt es hinterher wahrscheinlich noch die gelbe unter Umständen für Butsche. Vorteil klarerweise. Kainz gegen Standfest. Ball kommt, Missverständnis und das ist der Anschlusstreffer. Wird es noch mehr? 2,5 Minuten noch Zeit. Schaub macht das Tor, Missverständnisse. En masse in der Abwehr vom WRC. Kainz der auffälligste Angreifer der Rapidler. Schön, Standfest kann nicht eingreifen und dann Jacobo behindert bald auf, drückt bald auf nach unten und Schaub nutzt die Chance. So, jetzt kann es für Rapid nur mehr heißen, volles Risiko. Hoher Leiberverschleiß in diesem Derby. Kainz. Schöner Pass ins Loch, herrlich gemacht und der Pass, Ausgleich. Der Joker hat gestochen. Ein erlösender Treffer, möglicherweise für Philipp Prosenik. Zum ersten Mal in dieser Saison bringt er den Ball in Netz unter. Herrlicher Pass von Kainz. Schön ins Loch gegangen, direkt abgenommen. Schönes, schön herausgespieltes Tor zum Ausgleich. Einmal in dieser Situation chancenlos. So, jetzt wechselt Fink.
auf Hofmann. Kaian steht wieder schlecht. Er findet noch nicht richtig rein in diese Partie, aber das ist vielleicht auch kein Wunder heute. Tanju Kaian erst zum zweiten Mal für Sturm in der Startelf und da ist schon der Führungstreffer für Rapid durch Steffen Hofmann. Sehenswerte Kombination mit Philipp Prosenik und es steht in der 7. Minute 1:0 für Rapid. Zunächst die Situation mit Kaian, der die Sache löst und dann Simon Biesinger mit diesem Fehler. Da muss er den Ball spielen, darf er sich nicht eindrehen. Hofmann erobert gemeinsam mit Schobesberger den Ball. Prosenik spielt den Doppelpass mit dem Kapitän richtig gut und Esser ist ohne jede Abwehrmöglichkeit. Schwerer Fehler von Simon Biesinger, keine Frage, er ermöglicht den dritten Bundesliga-Saisontreffer von Steffen Hofmann. Mittlerweile Matej Jelic im Spiel. Und zwar anstelle von Philipp Prosenik. Freistoß Kainz. Sondleitner. Am Torschuss nur noch von Roman Kinas gehindert. Und das macht der Ecksturmspieler, es macht Mario Sonnleitner. 78. Spielminute. 2:1 Rapid. Eckball Florian Kainz. Schwab verfällt, aber Sonnleitner ist da, der setzt diesen Kopfball auch richtig gut. Und Michael Esser im Sturmtor ist ohne jede Abwehrmöglichkeit. Hatzit springt der Ball vorbei, Schwab springt der Ball vorbei und dahinter ist Mario Sonnleitner. Und vielleicht wartet er einfach noch ein paar Minuten und bringt dann noch einen zusätzlichen Defensivspieler, um irgendwie dieses 1:0 über die Runden zu bringen. Gleich beginnt die letzte Viertelstunde. Florian Kainz und wieder Pirmin Strasser. Ganz klarer Fehler des Grödiger Torhüters, der den Ball eigentlich hat. Und dann staubt Tommy ab und es steht in Minute 75, 1:1. Da hat er den Ball schon, Pirmin Strasser. Nach der Flanke von Florian Kainz, dann lässt er den Ball aus und dann greift er den Ball nach. Aber Tommy ist auch da. Hier Fehler, keine Frage, aber hat er dann hier die Hand am Ball? Ich denke nicht. Ich denke, es ist ein korrekter Treffer von Tommy. Stefan Schwab zum 16. Mal in der Startelf von Rapid. Kainz in Schussposition. Florian Kainz, der passt ganz genau. 5. Minute, 1:0 Rapid. Vielleicht vom Teamdebüt beflügelt mit seinem 4. Saisontor. Hat eine interessante Flugkurve der Ball, denn die Distanz war schon recht groß und dennoch hatte man den Eindruck, Kuster hat da keine Chance. Hofmann lässt durch, an die 30 Meter war der vielleicht noch leicht abgelenkt. Schwer zu sehen, aber so wie sich Kuster bewegt hat, könnte das schon der Fall gewesen sein. Ja, da war er. Da war die Veränderung eindeutig erkennbar bei Mattersburg. Noch immer zu viele Abspielfehler dabei. Schobesberger. Rechts zieht Pavelic auf. Das hat Schobesberger toll gesehen. Ein super Pass von Schobesberger und da war Kuster mit dem Ball in Händen schon draußen. Das war übrigens mein Sessel, der sich gerade verabschiedet hat, falls Sie das Geräusch gehört haben und sich wundern. Aber ich stehe noch, keine Sorge. Ich bin da nicht mitgeflogen. Aber interessanter natürlich
die Freistoßposition, die sich da jetzt für Rapid ergeben hat. Kruste ärgert sich, aber da war er einfach die paar Zentimeter außerhalb mit dem Ball in Händen über der Strafraumlinie. Kassiert gelb. Wir schauen, was Steffen Hofmann mit diesem Freistoß macht. In Richtung zweite Stange, Tor! 2:0 für Rapid. Stefan Stangl mit seinem dritten Saisontor und mit dem zweiten Tor für Rapid hier in der 21. Minute. Sehr schön zum Kopfball raufgestiegen. Ideales Timing, präzise Freistoßflanke. Chano verteidigt da nicht optimal gegen Stangl, der einfach besser zu diesem Ball steht, frontal steht. Chano gut abgedrängt hat. Damit ist Mattersburg nicht im Spiel. Schwab wieder so ein einfaches Zuspiel mit großer Wirkung. Prosenik hat Glück. Den hätte er fast vorbeigehaut mit rechts. Und dann bekommt er eine zweite Chance mit dem linken Fuß. 3:0 Rapid. Alles klar. Nur noch ein ganz kleines Fragezeichen dahinter zu stellen. Aber wie einfach das geht, wie viel Platz da ist für Stefan Schwab, diesen Pass auf Stangl zu spielen. Und der legt quer, Prosenik im Glück. Und dann geht's doch. Hier dieser Pass auf Schwab schon zu einfach aus Sicht von Mattersburg. Dann diese Duselaktion von Philipp Prosenik. Da hat der Gedanke schon abgeschaltet. Mit der großen Chance. Aber Novota. Und jetzt die große Konterchance für Rapid. Kainz wartet auf den Pass, der kommt auch ideal. Kainz. Und immer noch dieser Kainz. Und der legt dafür Prosenik. Und es steht 4:0 für Rapid. Wie großartig kann man eigentlich einen Konter zu Ende spielen? Da hatte Röcher die große Chance nach tollem Perlack-Zuspiel. Aufs 1:3, Novota ist da und dann diese Konteraktion, diese Schnelligkeit von Schobesberger, der nicht zu stoppen ist, wunderbar überlegt für Kainz, der vor Bayern Kuster bleibt ruhig, sieht, dass Prosenik kommt und der macht einen Doppelpack. Schobesberger mit dem Außenriss auf Kainz und hier hätten wohl schon viele geschossen, hier vielleicht auch, dann wäre der Schuss vielleicht geblockt worden von Farkasch und so. Behält Florian Kainz die Übersicht, die Ruhe. Oder zumindest dieses Ergebnis hält. Also würde mir schon noch ein bisschen Spektakel wünschen. Bin gespannt, wie Rapid jetzt mit dieser Situation umgeht. Ob sie hier noch einiges nachlegen wollen. Schobesberger, der will sicher. Der macht jetzt wohl alleine oder legt darüber für Kainz. Hofmann auf Kainz. Das ist Fußball vom Feinsten. Natürlich leicht gemacht, aber dennoch absolut sehenswert. 5:0. Unpackable. Natürlich extrem uneigennützig, wie Schobesberger da querlegt. Prosenik gewinnt dieses wichtige Kopfballduell. Dieser Speed von Schobesberger, der Blick drüber, hat viel Zeit für diesen Pass. Hofmann wunderbar mit der Ferse für Florian Kainz. Und der darf auch mal ran, nach längeren Minuten, in denen er nicht getroffen hat. Das ist ein Scorer-Feuerwerk, das Florian Kainz da heute zünden darf. Und das hätte man schon als Foul an Patrick Bürger werfen können. Aber Partie läuft weiter und so hat Kainz freien Raum vor sich. Florian Kainz, oh, toll, Jelic.
Und da freuen sich alle Rapidler, vor allem auf der Bank, gewaltig mit Matej Jelic mit. Das ist ein wichtiges Tor, nicht für dieses Spiel, nicht für diesen Sieg, aber für, ich denke, vor allem Zoki Barisic und natürlich auch für Jelic selber. Weil Bürger hier den Freistoß nicht bekommen hat, hatte Kainz die Möglichkeit, diesen tollen Pass zu spielen. Und der Abschluss war auch sehr gut. Ins kurze Eck, Matej Jelic macht sein zweites Bundesligator, hat ja Ende September in Ried in allerletzter Sekunde den Siegtreffer gemacht. Danach kam gar nichts mehr. Und gleich zwei daneben gesemmelt, dann Zech mit dem Patzer, Kainz, recht Schobesberger nicht im Abseits. Zurück auf Kainz, da ist Stange und Rapid führt 1-0. Das vierte Saisontor von Stefan Stange, das erste, das er nicht mit der Birne erzielt. Ja, und für Florian Kainz schon der achte Assistpunkt in dieser Spielzeit. Der ist wirklich on fire. Aber was war das? Eine Verkettung von unglücklichen Umständen bei den Vorarlbergern. Zunächst rauschen zwei am Ball vorbei, dann kann Zech nicht klären. Kainz auf Schobesberger, der ist onside. Kainz mit toller Übersicht für Stangl und der Ball ist drin. Foulspiel von Schobesberger, dafür dann das Foul von Zwischenbrugger. Ich hatte eher den Eindruck, dass zuerst Schobesberger gestoßen hat. Ja, da ist Zwischenbrugger schon auf dem Boden und was soll er dann machen? Soll er sich im Stile der bezaubernden Genie hier nach Vorarlberg beamen? Noch mal zum Schauen. Nein, Zwischenbrugger rutscht einfach weg. War kein Foul von Schobesberger, aber für meine Begriffe auch dann kein Foul von Zwischenbrugger. Er will einfach aufstehen und dabei fällt Schobesberger über ihn drüber. Fakt ist, Freistoß. Vielleicht etwas sehr mittig. Grahovac mit rechts wäre natürlich eine Option. Aber auch wieder mal Nutz mit links. Kainz gibt den Jesus, der wieder die Altacher Abwehr irritiert. Aber er kann sie nicht irritieren. Sergen Grahovac. In seinem 25. Bundesligaspiel macht er seinen ersten Treffer in Österreichs höchster Spielklasse. Aber so ganz unhaltbar scheint mir der nicht, wohl auch, weil eben Hofbauer den Ball mit dem Kopf noch abfälscht. Dadurch sehr kurze Reaktionszeit für Andreas Luxe, der schon volle Maschine Richtung Eck unterwegs ist. Geht's aus. Und das Foulspiel an Philipp Rosenig. Cesar Ortiz, der zweite Altacher, der heute gelb sieht. Der Pass von Kainz war eigentlich vorhersehbar für Ortiz, aber dann ist er eben um das entscheidende Stück zu spät gekommen. Wer macht es diesmal? Diesmal macht es Nutz. Und der macht das. Wie in guten Gröniger Zeiten. Wie in seinen besten. Zweiter Bundesliga-Einsatz. Erst von Stefan Nutz für Rapid. Erster Treffer. Ja, da könnten wir jetzt ein Löschblatt zur Hand nehmen, das würde da nicht mehr zwischen Querlatte und Ball passen. So präzise fährt die Kugel da im Kreuzeck ein.
Luxe war wohl wieder auf einen Rechtsschützen eingerichtet, was in 9 von 10 Fällen aus dieser Position auch nachvollziehbar wäre. Der linke, in dem Fall der Standfuß, sei ihm weggezogen worden. Schwab gut auf Keins, der nach der Ecke immer noch rechts lauert. Und da ist der Treffer. Deni Ala im dritten Versuch bringt er den Ball doch ins Tor von Jörg Siebmann. Drittes Saisontor für Ala, Vorbereiter. Na, wer denn sonst? Florian Keins. Wessely gibt, weil er da ins Kopfballduell mit Schwab geht, seinen direkten Gegenspieler Preis. Keins fackelt da nicht lange und Ala ist gedanklich schneller als Wostri. Für Florian Keins bereits der 9. Saisonassist. Seine persönliche Bestmarke von 7 hat er ja am vergangenen Sonntag schon übertroffen. Er war also der letzte Rieder-Torschütze hier in Wien. Sein Nachfolger Thomas Murk. Nächste Chance und das ist der Ausgleich. 22. Minute. Stefan Schwab erzielt hier das 1:1. Keine 3 Minuten durften sich die Rieder hier über die Führung freuen. Da kommt Schwab an den Ball, setzt seinen Körper gut ein. Ich meine, das war kein Foulspiel. Und dann zieht er einfach ab. Präziser Abschluss. Stangl war zuerst am Ball. Ja, und dann dieser Zweikampf zwischen Schwab und Trauner. Hart, aber herzlich, würde ich sagen. Also war an der Grenze zum Foulspiel. Und dann der präzise Abschluss von Stefan Schwab für Thomas Gebauer. War der Schuss wohl auch etwas verdeckt. Deshalb konnte er da nicht mehr richtig reagiert und auch mit einigen bengalischen Fackeln begleitet. Die Rapid-Fans freuen sich nicht nur auf die letzten 15 Minuten, sondern mit Sicherheit auch auf das dann absolut letzte Heimspiel von Rapid in diesem Jahr. Und zwar am kommenden Donnerstag gegen Dynamo Minsk. Bei uns sind sie ab 18.30 Uhr live und in Farbe im Bilde. Und das Einklatschen der Rapid-Viertelstunde, das macht für die Fans in dieser Saison wieder richtig Sinn. Jetzt Stefan Stangl, die Möglichkeit. Und das ist das Tor von Philipp Schobesberger. 2:1 in der 76. Minute. Rapid hat das Spiel damit gedreht. Es hat gedauert. Nach dem 0:1 ist schnell der Ausgleich gekommen. Bis zum 2:1 mussten die Fans aber einige Zeit warten. Aber das war jetzt richtig schön herausgespielt. Der Pass in die Tiefe für Stangl, der spielt dann zur Mitte. Ja, und Prosenik, wollte der das so? Das ist die Frage. Davor auf alle Fälle der Pass von Keins für Stangl, absolut in Ordnung. Und Prosenik wollte dann, glaube ich, schon selber abschließen, aber das gelingt ihm gar nichts, ist aber gut für Rapid, denn damit wird es eine tolle Vorlage für Philipp Schobesberger.